Hey Leute, willkommen zurück im Lager, kurz vor dem Angriff. Wir sind bereit, Vorposten, sorry. Eva ist zurück! Ja. Sei gegrüßt, Wolfsmal! Genau, feiert mit mir. Okay, Leute, seid ihr ready? Und so erzeugt Gewalt gegen Gewalt. Auge um Auge, wie das Buch sagt. Aber bald werden alle blind sein. Ach, nicht bist alle. So negativ. Wer den letzten Schlag versetzt, dürfte noch ein Auge übrig haben. Auf dem Wege der Blinden ist der Einäugige das leitende Licht. Ihr Amen. Christen habt doch für jede Gelegenheit einen Spruch, oder? Eivor, bitte vergib mir. Ich habe zu viele meiner Leute auf dem Gewissen. Ich kann nicht mehr. Ich muss nach London zurück. Und du, Erke, geht es dir auch so? Irgendwer muss ein Auge auf ihn haben in der großen Stadt. Wer weiß, was ihm sonst zustößt. Wir haben dieses Lager gemeinsam erobert. Mehr will ich nicht verlangen. Kehrt heim und lasst eure Freundschaft ein Lichtschein sein. Auf bald, Eivor. Ich bete, dass wir uns gesund wiedersehen. Gut, ja. Jetzt sagt mir der andere, dass er wegen seinem Bruder noch trauert. Was macht ihr? Gebt ihr euch einfach Ohrfeigen? Klasse. Ja. Birstan, schön, dich wiederzusehen. Was macht die Familie? Alfida versorgt mein Haus und mein Herz. Sogar den zeternden Edred hat sie um den Finger gewickelt. Und Elorik? Ist er heimgekehrt? Ich höre nur Geschichten von einem stürmischen Mann, der sich in Metstuben prügelt. Uns bleibt nichts übrig, als weiter zu hoffen. Das tut mir leid zu hören. Ich danke dir für deine Hilfe. Ich bringe dir einen Rambock unübertrefflicher Handwerkskunst. Ihre Tore werden nicht lange standhalten. Ein wohlüberlegtes Geschenk. Ich werde es zu nutzen wissen. Kämpfe mit Stärke. Wann hätte ich das je nicht getan? Ja, sehe ich auch so. Hauptsache Opa ist dabei. Den Rest brauche ich eigentlich nicht. Ja, als Konasoma, du scheinst betrübt. Es geht um die bevorstehende Schlacht. Jeder Kampf hat seinen Preis. Wen wohl diesmal zahlen wird? Wir beide wissen, wie sich Verlust anfühlt. Der Schmerz abwesender Seelen ist einer, der nie verheilt. Aber deinen Bruder können wir vielleicht noch retten. Immerhin. Fulke und ihre Männer werden heute bezahlen. Nicht wir. Wüsste ich das nur so sicher wie du. Okay. Wo sind die Brüder? Also der eine ist tot, klar, das ist mir bewusst. Aber der andere, ist der heimgekehrt? Macht der auch nicht mehr mit? Also so viele haben wir dann nicht mehr. Ja, okay. Es muss reichen. Mhm. Ja, hier haben wir noch Verstärkung. Okay, Ober, wer bist du? Ah, das ist der, Ober. Klar. Ein letzter Rat, ehe es losgeht? Ein Rat? Du brauchst keinen Rat. Du stehst in niemandes Schatten, Eivor. Ah, oh, Opa, du bist Lob super. Von Ragnar Lodbrok's Sohn. Auch wenn unsere Wege uns irgendwann ins Verderben führen, Eivor, sind die Spuren, die wir hinterlassen, wenigstens unsere eigenen. Schön gesagt. Sehr schön gesagt. Bischof Diorlaf. Ungewöhnlich. Ein Mann Gottes in den Gefechtsreihen. Es mag dich überraschen, aber in jüngeren Jahren waren mir Pferd und Jagd nicht fremd. Heute kämpfen wir gegen Sachsen, Diorlaf. Nicht gegen Bretonen in Mercia. Fulke ist meine Gegnerin. Eine falsche Christin, die Gottes Wort falsch auslegt. Ich will sie schnellstmöglich stürzen. Dann bist du hier willkommen, Freund. Gut. Also, Basim. Ready? Du hast für ein ordentliches Durcheinander gesorgt. Fulkes Männer verhalten sich wie kopflose Hühner, weil sie nicht wissen, wo du zuschlägst. Portcaster hat weder die Vorräte noch die Streitmacht, um uns aufzuhalten. Und du hast genug Zeit für die Ankunft deiner Verbündeten herausgeschlagen. Sogar der Bischof ist da. Wie versprochen. Ich hüte das Wort Gottes und mein eigenes Wort halte ich ebenso wie das des Herrn. Wenn nun genug geredet wurde, können wir ja etwas Blut vergießen. Ey, yes. Schlechte Neuigkeiten. Ein Toter trug einen Brief. Fulke hat Hilfe angefordert. Verstärkung? Ein sächsisches Heer kommt von Winchester. Oh. Ich reite mit meinen Männern los und stelle sie. Wir werden sie zurückhalten, um dir Zeit zu verschaffen. Wir können den Angriff sofort beginnen. Oder willst du erst mit deinen Verbündeten reden, wenn du das nicht bereits getan hast? Habe ich bereits getan. Worte vermögen den Frost der Kampfesangst zu tauen. Pff.
Wir ziehen los. Wenn die Sonne sich senkt, wird Sigurd gerettet und Fulkes Kopf auf einem Speer aufgespießt sein. Fangen wir an. Yes. Und so beginnt die Schlacht, meine Freunde. Greift zu Äxten und Schwertern. Spitzt eure Pfeile. Findet eure Ruhe. Und dann entfacht die Wut. Heute schickt mir ein paar Christen nach. Nicht Valhalla. Eivor! Oh, Fulki! Hat mein Geschenk in Kantwareburg gefallen? Der Arm, ja. Heute stirbst du, Fulke. Deine Männer können weiterleben, wenn du dich stellst und wir das unter uns klären. Das wäre natürlich klasse. Natürlich. Stirb vor diesen Mauern, wenn du willst. Das ist deine Entscheidung. Du bist so keine feige. Mauer ist hoch genug, mich von dir fernzuhalten. Dann komm, hol deinen Bruder, wenn du kannst. Ich warte bei ihm. Folge einfach seinen Schmerzensschreien. Dann wirst du uns finden. Ja, meine Liebe. Okay. Holt den Rambock. Nicht fürs Tor, wenn ihr will. Na, okay, Sie sorry. Sie werden wohl von diesem Tag berichten. Sie werden sagen, dass wir eine so blutrünstige Schlacht entfesselten, dass sie selbst Odin in Atem hielt. Dass der Himmel schwarz war vor Raben, die sich an toten Sachsen labten. Erhebt eure Schwerter mit mir, Brüder und Schwestern. Denn heute werden unsere Namen zu Legenden. Oh. So mit 15 Mann. Mit 15 Mann eine Festung stürmen. Ach, großartig. Dass sie da nicht ein bisschen mehr animieren konnten, das ist schon ein bisschen schade. Ich meine, das Heer müsste ja viel, viel größer sein, nicht? Okay. Gut. Und here we go. So viele Schlachten, so wenige Narben, Basim. Was ist dein Geheimnis? Ich weiche aus. Aha. Die einfachsten Ideen sind die besten. Mach den Weg frei! Was? Ich dachte doch, ich hätte da was gesehen. Oh shit, wartet. Pfeile! Ausweichen. Au, du Sack. Ah, oh, shit. Deine Feigheit beschäftigt. Ah, der Sack da oben, der trifft mich jedes Mal. Warum erwische ich den nicht? Okay, wisst ihr was? Okay. Noch ein Bollwerk. Wir müssen es einreißen. Wie noch eins. Wie läuft's hier an der Front? Ah, hier, ein Bollwerk. Das muss eingerissen werden. Okay. Ah, okay, klasse. Hat sie einen Platz für mich oder geh weg? Okay, komm. In Deckung. Oh shit. Sorry. Zum Schlag ansetzen. In Deckung. Okay, wir bleiben in Deckung, Leute. Und zum Schlag ansetzen. Und. Genau. Okay. Und go! Genau, drückt, kommt her, Leute! Drücken! Yes! Genau. Oh ja, oh, in Deckung, meine. Okay, gut. Und ja, okay, du brennst, mein Lieber. Okay, und yes! Zack! Das ist wirklich ein guter Rambock, mein Lieber. Zack! Zack! Das nenne ich einen Rambock. Kommt her! Yes!
Oh, du warst schneller als ich, mein lieber Mann. Warum brennt ihr denn? Ja, ein bisschen Kampf darf schon sein, richtig? Oh, wartet. Habe ich jetzt auf Opa? Wollte gerade sagen, oh, das ist ja Opa. Meine Opa ist ja... Wow! Guter Mann, lieber Mann. Bleib unten. Komm her, yes! Komm schon, die... Yes, okay, gut. Weiter im Text. Könntest du mich hier durchlassen? Dankeschön. Okay. Was? Holt jemand den Rambock oder wie sieht's aus? Okay. Yes. Und raus. Okay, gut, weiter. Ja, komm. Hi. Wo rennst du hin, mein Lieber? Zack. Komm. Ja, Gott. Das, ich weiß nicht, wie ich das... Oh, I wanna know. Oh. Okay, wo müssen wir lang? Ja, wo denn? Oder holt jemand den Rambock? Könntest du... Warte. Oh. Geht's? Yes! Zack, 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 zack. Okay, gut. Das Gemetzel geht also weiter. Oh! Sie schießen den Pfeil! Ja, aber... Ah, okay, ich muss hier hoch. Kann das sein? Habe ich das auch noch verstanden? Sorry, Leute. Weiter, Männer. Komm her! Ich werde mich um das Tor kümmern! Ja, jemand muss es ja. Komm. Yes! 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 Okay, hab ich. Was wartet auf dich auf der anderen Seite des Todes, Basim? Ich dachte einst, ich wüsste. Jetzt denke ich an. Au! Ein schlechter Tag, um zu zweifeln. Rotten! Verdammt sein diese Sachsen! Ich ebne einen Weg! Da, komm! Macht eure Ahnen! Au! Ich schwör, die sind echt. Gott verfluche dich, mein Lieber. Hey, jedes Mal erwischen die mich. Oh, shit. Wow. Yes. Okay, gut. Au. Gut. Aber was ist das? Es macht hier irgendwie, als würde es... Ah, komm. Muss ich mich sogar noch heilen hier? Was ist das? Was? Dieser Pfeilbeschuss ist echt mühsam. Okay, wartet. Genau. Du machst das, Basti. Wartet. Schick mich hoch. Yes! Wartet. Oh, shit. Ja, danke. Ich nehme hier mal kurz den raus. Okay. Gut. Ah, der Sack. Ey, könntest du aufhören? Okay, gut. Das war nichts. Aber wir sind dabei. Gut.
Gut, 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 gut. Könntest du sie zerstören, danke. Yeah, Opa, my boy. Könntest du... Danke. Ich bin da. Komm her. Sehr schön, Basim. Weiter so. Was werde ich büßen? Oh, yes. Wurde auch wieder mal Zeit. Was willst du, mein Lieber? Wiederbeleben, was? Ja, komm. Komm her. Ja, kämpfen wir. Pff, ist das ein Rückzug hier? Komm her. Was haben wir hier noch? Komm her, komm her. Yes. Das ist ja das... Ja, ich will ausweichen, aber ich kann nicht. Au, Sack. Guten Flug. Was ist, der steht einfach wieder auf. Der dumme Sack. Okay, wo gehen wir lang? Okay. Also hier gibt's einen Weg unten durch. Wir gehen oben lang. Nehmen wir noch mit. Au! Komm her! Oh, du bist gut! Ah, ihr seid wieder diese... Au! Okay, ich hasse euch. Ich hasse euch. Komm her! Gut! Gut! Yes, danke, Leute! Au! Yes! Wie sieht's aus? Wo müssen wir lang? Oh, wir müssen da hoch. Ups. Das war mir nicht bewusst. Ja. Au. Au, guter Treffer, mein Lieber. Komm. Ja. Gut, haben wir das. Au. Wow. Ja, komm her. Au. Wow. Ihr seid gut. Gute Nacht. Zack! Ja, hast du das gesehen, mein Lieber? Komm her. Komm her, du gegen mich. Du gegen mich, mein Lieber. Du gegen mich. Da kommt der Salto-Typ. Okay, gut. Wie sieht's aus? Wo müssen wir lang? Weiß das jemand? Sind wir überhaupt richtig? Ja, ja. Sigurd war hier, aber jetzt nicht mehr. Wohin hat Volk ihn gebracht? Ah, das ist wieder sein Stuhl. Ja, lass dir Zeit. Ist das Sigurds Blut? Noch nicht. Mhm. Sieht gut aus. Ja, absolut. War wild. Sigurd! Teil deiner Folter wird Volke zehnfach erleiden. Ja, das ist so das... Das ist wohl das Problem, wenn man kein Safe Word abmacht. Okay, ihr scheint zu wissen, wo lang. Nee, ich
muss schon noch hier bleiben. Suche nach Sigurd. Ah, okay, ach so. Ah. Okay, was kommt jetzt? Fulke! Ja, warte dort. Du darfst dir das Schlachtfeld aussuchen. Ich lasse dir diesen Vorteil. Die Kirche. Dorthin muss Fulke ihn gebracht haben. Komm, Basil. Stell dich, Fulke. Deine Feigheit beschädigt. Komm. Komm her. Okay, gut. Ja. Lass mich nur machen. Ja, lass dich machen. Könnte die einfach sterben. Gute Nacht. Gute Nacht. Zack. Zack. Okay. Gut, weiter im Text. Das ist eine Gegenwehr, die meiner würdig ist. Gemeinsam schaffen wir das. 3 gefallen. 4 gefallen. Was wollt ihr? Sühne. Weiß ich jetzt nicht. Würde ich jetzt nicht so unterschreiben, mein Lieber. Was bist denn du für einer? Du siehst gut aus. Du siehst wirklich gut aus. Gute Nacht. Oh. Oh. Ja. Sehr schön, Basim. Gut gemacht. Okay. Nehmen wir hier noch mit. Nicht, weil wir es brauchen würden. Einfach, weil wir es können. Puh, Leute, das machen wir jetzt noch. Okay, Fulke. Es reicht. Diese Tür erfordert die Kraft von Zweien. Ich brauche Hilfe. Ja. Ein bisschen mehr Motivation, meine Lieben. Danke. Basim, guter Mann. Oh, Sigurd! Sigurd, ich hab dich gefunden. Ich habe für ihn getan, was ich konnte, Eivor. Jetzt liegt es an dir. Nein! Nein! Bruder, Bruder! Ich bin für dich da. Ich bin bei dir. Ich bleibe bei ihm. Kümmere du dich um Fulke. Ich komme zurück. Ich verspreche. Oh, Sigurd, ich hatte immer noch die Hoffnung, dass es nicht dein Arm war, aber es sah schlecht aus. Oh, seht ihn euch an. Ja, wir sehen schon gut aus. Wir sehen schon gut aus. Okay. Ja, das ist so. Die Ruhe vor dem Bosskampf. Oh, wollen wir das im nächsten Part machen, Leute? Okay, wir machen das im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Seid bereit. Oh, das ist zu viel Action für mein Herz. Bis dahin und tschüss.